Hallihallo, da bin ich schon wieder. Ich war gestern einkaufen. Ich war im Aldi und im Action und ich habe auch schon so ein bisschen für Ostern für meine Kinder eingekauft. Das kann ich jetzt nicht so laut sagen. Ja, und das wollte ich euch mal fix zeigen. Und zwar hat es im Aldi, Moment, so, im Aldi hat es diese schönen Servietten gegeben. Ich meine für 99 Cent. Die habe ich mit eingepackt. Dann Süßkram, diese Mini-Schokohasen und ein Marzipan-Ei. Dann Lübecker Edelmarzipan. Meine Große steht total auf Marzipan. Das wird sie dann sehr freuen. Für jedes Mäuschen ein Häschen. Max Mörchen steht drauf. Moment, Karamell. Ja, es tut mir leid, dass das so lange dauert, aber ich muss das immer sofort wieder zurück in die Tüte packen, denn wenn meine Mädels hier gleich anklopfen an der Küche, dann dürfen die das nicht sehen. Dann habe ich ein Osterlamm geholt, das habe ich noch nie geholt, aber ich dachte mir, dieses Jahr können wir mal so ein Stückchen Kuchen wohl essen. Fürs Osterkörbchen, es ist schon durcheinander gewürfelt, diese. Ach so, und diese Schokolollis. Die sind auch immer heiß begehrt bei uns. Und dann der Oberhammer. Ich habe lange überlegt, ob ich es holen soll, weil billig ist anders. Hatchimals. Und zwar sind hier 1, 2, 3, 4 Eier drin und ein extra. Das Teilchen hat mal eben einen Zehner gekostet. 9,99. Das habe ich natürlich zweimal geholt, weil zwei Mädels, ne? Und ich dachte mir, ich mache mal weniger Süßigkeiten dieses Jahr in die Körbchen oder halt zum Suchen. Und dann können die halt lieber solche Eier suchen. Abgesehen davon, ich bin ja nicht ganz uneigennützig, ne? Ich finde die ja selber total süß und habe mir schon gedacht, ich werde mir das und das rausnehmen. Die sind dann für mich. Und die Kinder können dann die Eier suchen und finden und die dann ausbrüten. Guckt euch das mal an. Ist das nicht total niedlich? Ich weiß nicht, was es ist. Eine Katze in der Badewanne oder so, keine Ahnung. Und hier ein fliegender Esel. Ich finde das so putzig. Ja, dann habe ich wenigstens auch welche. Ich finde die so süß. Ja, ich weiß, es ist bescheuert, aber irgendein Spleen muss man doch haben. Und dann habe ich mir diese Textilkugellichterkette mitgenommen. Seit Jahren liebäugle ich immer wieder damit und habe sie nie geholt. Und dieses Jahr habe ich gesagt, so, was soll's? Was soll der Geiz? Ich hatte gerade frisch Geld auf dem Konto. Die habe ich mir mitgenommen. Da freue ich mich total drüber. So, dann habt ihr vielleicht gerade schon gemerkt, dass ich mein Handy auf einmal stufenlos regulieren kann. Das konnte ich vorher nicht. Das geht deshalb, weil ich mir von meinem Geburtstagsgeld eine neue Handyhalterung geholt habe. Die da. Die gibt es auch bei Ali. Bei Ali hat die nur 15 gekostet. Ich habe sie mir bei Amazon bestellt, dann auch direkt für 25 Euro. Die bei Ali ist nämlich kleiner. Bei Ali hat ein so einen Arm. Ich glaube, es waren 22 cm und die ich jetzt habe, hat 33 cm. So sieht die aus. Damit schraubt man die an den Tisch. Und diese Arme hier kann man eben stufenlos regulieren. Die etwas älteren Semester unter uns kennen das noch als Tischlampe von früher. Ich hatte Glück im Unglück, denn diese Halterung ist natürlich so, wenn man da ein Handy drauflegt, muss die Kamera genau durch dieses Loch hier passen oder eben durch dieses. Und bei mir passt es genau. Ansonsten müsste man das Handy halt andersrum reinlegen, aber dann könnte man das Display nicht bedienen. Also Schwein gehabt beim Kauf. Ich habe es ausgepackt und gedacht, oh Scheiße, das passt nicht. Aber es ist mega geil. Also diese Handyhalterung ist total cool. Und ich freue mich sehr, dass ich sie dann doch gekauft habe, obwohl es viel Geld für mich ist. Und ja, es hat sich gelohnt, zumindest bis jetzt. So, dann war ich im Action. Da habe ich dann für die Kinder diese LED-Lampen, diese LED-Ketten, Leuchteketten, mein Gott, Leuchte-Eierketten, wie auch immer. Die habe ich für meine Mäuse geholt, zweimal. Moment. Und dann, also ich bin ja dagegen, dass Kinder sich schminken, ne? Finde ich, muss nicht sein. Ab einem gewissen Alter mit Sicherheit, aber
Mit 5 und 7 garantiert noch nicht. Da die mir aber mein Labello immer klauen und mittlerweile auch ihre eigenen Labellos haben wollen, ich meine, ihr kennt das auch, ne? Wenn man sich viel die Nase schneuzen muss, weil man erkältet ist, dann wird die Oberlippe immer in Mitleidenschaft gezogen und ist dann rau und sprüde und tut weh und deswegen kriegen die dann ihre eigenen Fettstifte. Und das habe ich gestern hier im Action gesehen und habe gedacht, ach, scheiß drauf, das nehme ich jetzt mit. Also eigentlich, weil ich es so schön finde, aber ich werde es meinen Kindern dann halt an Ostern verteilt schenken. Das sind Lipgloss mit Glitzer, das ist der Hammer. So, und da gibt es dann anscheinend, ich nehme an, dass es verschiedene Geschmäcker sind. Das ist Blaubeere, Traube, Apfel, Erdbeere, Himbeere. Ich glaube, das soll eine Vanilleblüte, eine Vanilleschote sein und Banane. Ja, finde ich super niedlich. Ja, und mein Gott, also Lipgloss finde ich nicht schlimm. Lipgloss zählt für mich nicht unter Schminken, sondern unter ja, Lippenpflege. Und ich lasse sie damit ja nicht in die Schule und in den Kindergarten rennen. Das ist für hier zu Hause und da kann ich das ruhigen Gewissens absegnen. Fand ich total süß. War nicht unbedingt billig. Ich glaube, es lag bei 2,99. Normalerweise für einfach mal eben so mitbringen mache ich das in der Regel nicht, weil dann wird es nämlich zur Regel. Dann muss ich jedes Mal was für 3 Euro mitbringen und dann jedes Mal für beide Kinder was für 3 Euro. Und das wird mir dann auf Dauer einfach zu viel. Wehret den Anfängen. Moment. So, kindersicher verstaut. Jetzt kann ich den Rest noch zeigen. Ich habe mir diese beiden Bänder geholt. Preise weiß ich nicht mehr, aber das kennt ihr von mir. Ich habe in der Regel keinen Bock, mir Preise rauszuschreiben. Das ist mir zu aufwendig. So viel Zeit habe ich nicht und die Nerven habe ich auch nicht dafür. Ihr kennt die Preise, ich glaube, immer unter einem Euro in der Regel. So, ne? Fand ich sehr schön. Die mussten also mit. Dann, ich habe lange überlegt, mache ich es nicht. Ich habe sie gekauft. Ja, also meine Kinder malen ja auch total gerne mit Buntstiften, aber die lassen ihre Buntstifte alle naselang fallen und dann sind die Minen ständig gebrochen. Das werden jetzt meine Buntstifte sein, die sie mitbenutzen dürfen, aber eben unter gewissen Voraussetzungen, dass man immer nur einen Stift aus der Box rausholt und dass man den danach wieder zurücklegt. So, denke ich, kann ich ihnen dann eben auch beibringen, dass man damit ein bisschen vorsichtiger umgeht, damit die Minen eben nicht brechen. Ich habe alle bekommen. Bei mir waren sie nicht im Angebot. Sie lagen bei 2,16. Ja, blau und lila Töne, Grüntöne, braun und rosa Töne, gelb und braun Töne. Die werde ich mit euch nochmal zusammen ausprobieren. Das mache ich aber jetzt nicht während des Hauls. Ich finde, das sprengt dann den Rahmen. Aber vielleicht kann ich ja, ich glaube, heute schaffe ich es nicht, aber jetzt nächste Tage kann ich ja vielleicht nochmal so ein paar Stempel eben auf Papier drücken und dann könnte ich ja mal mit diesen Stiften kolorieren. So, dann habe ich mir 2 Boxen geholt, 2 so Aufbewahrungsboxen. Und zwar nervt mich die Art und Weise, wie ich meine Kettelstifte und meine Nietstifte und Ösenstifte und ja, Perlenzubehörzeuges aufbewahre. Es ist unübersichtlich, es ist alles in so einem Schuhkarton und jetzt dachte ich mir, da unten packe ich einfach alle Tütchen rein und das, was ich aktuell brauche, kann ich hier oben dann schon direkt vorsortieren, sodass es immer direkt griffbereit ist. 2 Dosen habe ich davon mitgenommen, die sind inklusive dieses Einlegers, dieses Sortierkasten-Einlegergedönses, irgendwas um die 1,50 herum hat es gekostet, ja. Oh, seid ihr auch so müde? So, Geschenkpapier habe ich geholt. Fand ich total schön. Ich habe die Punkte gesehen und es war um mich geschehen. Das ist voll schön. Guckt euch das mal an. Das glittert so schön. Ja. Und dann hier mit Love drauf. Ganz viele Herzen. Also super schön. Musste mit. So. Dann, Moment, ich muss mal eben gucken. Die muss es wohl schon, ich glaube, letztes Jahr im Herbst gegeben haben. Ich habe sie nie gesehen bei uns. Sie sind jetzt angekommen. Und zwar möchte ich daraus diese, wie heißen die denn? Paper Pops? Lollipops? Paper Pops? Ja, ne? Diese
Und so einen Strohhalm möchte ich oben so eine gebastelte Rosette dran machen mit einem Bildchen drauf oder ein Shaker oder sonst irgendwie was. Blau, grün, schwarz, pink, das sind alle, die es gab. Irgendwas um 43 Cent rum oder so. Ja, finde ich total schön. Ich bin gespannt, ob ich es hinkriege. Minimaus-Aufkleber habe ich gleich zweimal mitgenommen. Die Töpfe fand ich total schön, wobei ich jetzt nicht wüsste, wie ich sie einsetzen sollte. Vielleicht gieße ich sie ein. Aber der eigentliche Grund ist die hier. Die muss ich eingießen. Die ist so süß. Und die finde ich auch ganz niedlich, wie sie da was auch immer gießt. Ja, also die beiden müssen unbedingt gegossen werden. Dann auf der Rückseite, das habe ich erst hinterher gesehen, dass da noch welche sind. Die finde ich auch süß hier mit der Gießkanne. Minimaus halt, ne? Ich finde Minimaus niedlich. Also ich mag die nicht in Filmen. Ich finde die Stimme ganz schrecklich. Ich bin leider selber immer so genannt worden. Als ich noch jung war, hatte ich nämlich die totale Quiekestimme. Mein Mann hat mich mit Quiekestimme kennengelernt und der hat mich immer Minimaus genannt. Fand ich ganz schrecklich. Vielleicht spreche ich deshalb jetzt so dunkel. So, dann habe ich diese hier noch gefunden. Prinzessinnen-Sticker, so wie die, die ich von Ina geschenkt bekommen habe. Die hat mir die ja mit den Einhörnern geschenkt und ich habe jetzt diese hier gefunden. Ich vermute, die sind neu. Die habe ich noch in keinem anderen Haul gesehen, zumindest. Ja. Ah. Kann man das? Nein, sieht man natürlich nicht. Dann packe ich sie einmal auf, damit ihr auch seht, was da alles drin ist und ihr euch besser entscheiden könnt, ob ihr die auch kaufen wollt oder nicht. So. So, jetzt kann ich nur nicht mehr sehen, ob ihr es noch seht, aber es sollte wohl funktionieren, so, ne? Ja. Ach, sind die süß. Guck mal da. Die ist doch niedlich. Oh, und der Muffin ist auch schön. Einen Moment. Da war gerade meine kleine Maus da. Die hatte eine Frage. So, da waren wir, glaube ich, stehen geblieben, ne? Genau, die hatten wir schon. Ach Gott, ist die süß. Die finde ich ja echt putzig. Und da wieder diesen Muffin, den finde ich ja super. Da weiß ich schon, wer so einen bekommt. Oh Mann, davon hätte ich zwei mitnehmen sollen. Oder habe ich davon sogar zwei mitgenommen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, ich habe zwei davon mitgenommen. Oh, die sind echt süß. Schönes Ticker. Da, guck mal, wie süß ist die denn? Total niedlich. Mega schön. Ja, schade, dass ich nicht so malen kann. Das finde ich echt super. Aber nö, dafür habe ich andere Talente. Ja, also das hat sich total gelohnt. Ich weiß nicht mehr, was sie gekostet haben, aber sie waren so günstig, dass ich sie eingepackt habe. Und die habe ich auch noch eingepackt. Die zeige ich euch auch einmal im Ganzen. Und ich dachte, ich hätte diesen Bogen zweimal eingepackt, denn seht her, die scheinen ähnlich zu sein. Zumindest guck mal vorne da. Das. Und das ist auch gleich, aber es sind andere. Also vielleicht ein alter und ein neuer. Die müssen wir uns auf jeden Fall beide angucken. Ich dachte, ich hätte zweimal den gleichen eingepackt. Ich bin gerade selber total überrascht. Ja, mal gucken. Die sind aber auch süß hier. Diese Sternenluftballons. Und hier so ein kleines Einhorn kann man auch schön eingießen, ne? Und versiegel ich mir die vorher. Sehr süß. Oh, die sind ja putzig. Da noch mal ein klein. Oh,
Die sind ganz niedlich. Die sind echt zuckersüß. Ja, da wird man doch noch mal wieder Kind, ne? Spätestens, wenn man sich mit den eigenen Kindern um die Sticker streitet, weiß man, irgendwie ist da was schiefgelaufen. Letzte Tage habe ich meinen Kindern zwei Zeitschriften gekauft. Nein, sie haben sich selber Zeitschriften gekauft. Und meine Kleine hat sich eine Zeitschrift gekauft. Ich weiß nicht, was es war. Irgendwas mit Pferden. Und da ist ein total geiler Bleistift mit so einem Radiergummi dabei gewesen und total schöne Holosticker. Ja, wollte sie nicht hergeben, durfte ich nicht haben. Ärgert mich total. Jetzt überlege ich allen Ernstes, ob ich die Zeitung nochmal kaufe, damit ich den Bleistift mit dem Radiergummi und den Holostickern bekomme. Oh Mann. Ja, das ist der zweite Bogen. Ach, guck mal, ja, der hat dann Eis mit dabei, ne? Nicht so Luftballons und Regenbogen, sondern Eis und Törtchen und Diamanten. Cool. Ja, schön. Das Eis ist süß. Ich will die da nicht abreißen. Das ist immer so blöd zu blättern hier. Da, guck. Die Einhörner sind die gleichen. Das freut mich. Besonders über Muffins und Eis und so freue ich mich immer. Oh, die sind ja süß hier, die Kirschen. Wie niedlich. Ja, die Muffins. Die sind echt süß. Der Herzlolli. Ja, das waren sie auch schon. So, und dann als letztes habe ich mir noch ein paar Blumen gekauft. So. Schwuppdiwupp. So, einmal die hier. Die gleichen noch in so einem, ja, Jeansblau, so ein ganz helles Stonewashed und die fand ich total schön. Das ist wohl für mich eine ungewöhnliche Farbe, die werde ich aber mit Sicherheit gut einbringen können. Und dann die gleichen noch in Rosa. Oh, in Rosa gab es die nur einmal, genau. Das war voll schade. Dann habe ich die noch in Lila mitgenommen. In Lila habe ich sie zweimal bekommen. Und in diesem hellen Blau. Ich finde die so schön. Und was ich eben auch toll daran finde, guck mal, wie flach die sind. Das heißt, die kann man also wirklich mal gut in so ein Flipbook oder sonst wo mit einarbeiten. Und die haben dann nicht so viel Volumen. Das finde ich ganz toll. So, ihr Lieben, ich verabschiede mich von euch. Ihr seht mich die Tage nochmal mit einem Watch Me Craft. Ich wünsche euch was, lasst es euch gut gehen. Krönchen richten und weiter tanzen. Tschüss.